Da haben wir auch schon unseren Special Guest heute, unseren lieben Bhakta Vatsala Prabhu aus Melbourne, Australien. 10 Stunden Zeitverschiebung von Melbourne bis Deutschland. Herzlich willkommen, lieber Bhakta Vatsala Prabhu. Hare Krishna. Und es ist eine Sonderausgabe heute. Ich habe eigentlich 22 Jahre lang auf diesen Moment gewartet. Ich auch. um euch ganz kurz einen Überblick zu verschaffen. Bhakta Vatsala war mein allererster, wir nannten es Sankirtan-Leader, man nennt es heute auch noch so, aber ihr versteht vielleicht nicht alle, was das für ein Wort ist. Wir haben früher, oder wir tun es immer noch, wir verteilen Srila Prabhupads Bücher, besonders auch auf der Straße, auf Fußgängerzonen, auf Parkplätzen. Das ist eine jahrzehntelange Tradition in der ISKCON, in der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Srila Prabhupada hat diese Bücher Mitte der 1960er kam Srila Prabhupada mit einem Schiff von Indien nach Amerika auf einem Frachtschiff und er hatte eine Kiste voller Bücher dabei, die er dann auch an den Kapitän und an die ersten interessierten Schüler verteilte. Und so wurde diese Tradition weiter fortgeführt von seinen Schülern bis in die 1970er, 1980er und 1990er. Und als ich damals als 17-Jähriger der ISKCON beitrat, da war mein erster Buchverteilungsleiter, kann man das vielleicht übersetzen, das war eben Bhakta Vatsala. Er hatte einen Lieferwagen, der war so halb umgebaut. Man konnte sehr viele Bücher reinstecken. Ich glaube, es war ein Fiat Ducato, Bhakta Vatsala. Stimmt das? Ich habe ein paar verschiedene gefahren, aber auf jeden Fall habe ich Ducatos gefahren und wir haben alles Mögliche. Ich habe auch sogar in einer Toyota Hiace gefahren. Mit zu dritt. Ja, genau. So ein bisschen eng. Ja. Ich kann mich erinnern, diese klapprigen Hiace aus Japan. Ne? Genau. Mhm. Ja, ich bin mit dir in einem roten Ducato gefahren. Ah, genau. Ja, ich habe lange Zeit in dem roten Ducato gefahren. Das war in meiner Prabhu Datta Desh. Und mit Bhakta Vatsala bin ich dann, und wir hatten auch noch ein oder zwei andere dabei, wir sind dann von Stadt zu Stadt gefahren und haben dann mit einem Stapel Bücher sind wir auf die Fußgängerzone gegangen oder auf einen Parkplatz und haben die Leute angesprochen. Sind Sie auch von hier? Wir haben schöne Bücher über die vedische Philosophie. Und ja, das war ein großes Abenteuer, Bhakta Vatsala. Also das war eigentlich, wenn ich so zurückblicke, eine meiner schönsten Zeiten. Vielleicht war es die schönste Zeit in meinem Leben. Ich muss sagen, besonders bei dir mitzufahren damals. Ja, wirklich. Hör auf. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Wir haben vor ein paar Tagen gesprochen schon, Param Shri Prabhu, und ich habe dir auch erzählt, wie viel Spaß das gemacht hat, besonders mit den neuen, frischen Gottgeweihten unterwegs zu sein. Und es hat viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Genau. Also dieser Fiat Ducato war so halb Lieferwagen und da war aber auch eine kleine Küche drin. Bhakta Vatsala hat auch morgens oft gekocht und wir haben, während er gekocht hat, haben wir aus dem Srimad Bhagavatam gelesen und das war auch sehr phänomenal. Also man muss sich ja beim Kochen eigentlich auch konzentrieren. Man darf sich nicht in den Finger schneiden und man muss die richtigen Gewürze reintun. Aber Bhakta Vatsala war immer sehr aufmerksam. Wir haben dann immer vorgelesen, einen Vers und eine Erläuterung. Und während er gekocht hat, hat er
sozusagen uns erklärt, was das alles bedeutet. Da kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ich habe immer, nicht immer, aber als ich das gemacht habe, habe ich auch versucht, mehr zu diskutieren, als einfach einen Vortrag zu halten. Weil ich weiß, dass auf der Straße und im eigenen Geist wird man immer herausgefordert, den Philosophie wirklich zu richtig verstehen und vertreten. Und es ist sehr einfach Buch lernen zu wiederholen, aber das echten Verständnis zu haben und auch dem Einsetzen und zu den Wissen zu leben und zu erfahren und zu verwirklichen, ist was es geht, ja, im Krishna-Bewusstsein, ja, in meiner Meinung. Und damals habe ich auch gedacht, man sollte kritisch denken und man soll auch kann genauso kritisch gegenüber Krishna-bewussten Philosophie sein. Man soll das überprüfen. Man soll das nicht einfach blind akzeptieren. Und deshalb haben wir, wenn du vielleicht erinnern kannst, Parmeshwarya, ich habe manchmal, wie sagt man, Devil's Advocate, Teufels Advokate, ich weiß nicht. Genau, ich habe einfach manchmal Gegenargumente gegen Krishna-Bewusstsein gemacht, euch auszufordern, unsere Verständnis zu verteidigen und auch einfach das zu ein bisschen auszumachen, dass wir ein bisschen in den Verständnis ein bisschen besser reingehen könnten. Mhm. Nicht nur, dass einfach das von oben erzählt wird, sondern dass wir darüber diskutieren und unsere Zweifel rausholen und unter dem Mikroskope anschauen. Ja, absolut. Also das war immer sehr interaktiv, die Bhagavatam-Session am Morgen. Genau, wir haben uns da auch drüber unterhalten. Und Bhakta Vatsala war immer auch ein Praktiker. Er hat nicht irgendwo in den Wolken philosophiert, sondern er hat das Wissen aus dem Srimad Bhagavatam runter auf die Erde gebracht, in den Alltag. Das stimmt. Bhakta Vatsala, du hast mir vorhin ein paar Fotos auch geschickt von deinem Einstieg ins Krishna-Bewusstsein. Wir hatten vor einer Woche deinen Bruder ja hier zu Gast und der hat uns auch ein paar lustige Geschichten erzählt und auch ein paar Fotos gezeigt. Also ich denke schon, dass ich dich mal fragen wollte, wie bist du denn zum Krishna-Bewusstsein gekommen damals? Ich glaube, es ist schon über 30 Jahre, ne? Ja, kann man so sagen. 1987 habe ich in London gelebt, wie mein Bruder. Ich war seiner materiellen spiritual Meister. Ich bin nach London gegangen in 1985 und dann habe ich mich mit so dem ganzen alternatives Lebensstil und revolutionarischer Anarcho-Syndikalismus und so weiter, aber mich auseinandergesetzt. Ja, ich wollte dir ein paar Fotos zeigen. Moment. Oh, so. Also, das ist Bhakta Vatsala. Mal gucken, ob es klappt. 1987? Ja. Das war meine Harry Potter-Phase. Ja, genau. Und bevor Harry Potter entdeckt war. Aber ich war schon in meinem besitzten Haus da. Das ist ein falscher. Das ist mich als Harry Potter wieder mal. Ja. Und das war kurz vor ich in Tempel eingestiegen bin. Mhm. Ich habe schon Ketten gehabt. Das war mit ein Kind von einem Gott geweiht. Ich habe, wie sagt man, babysat. Ich habe aufgepasst. Ja, ich war sein Babysitter manchmal und habe für ihn aufgepasst.
Und seine Eltern sind immer noch am Gotten und wir sind noch Freunde. Der ist auch, der ist Irländer. Und ich habe einfach, wie viele Leute, ich habe experimentiert mit Drogen, ich habe verschiedene alternativen Lebensstile so aufgesucht und ausprobiert. Und ich war nie mit diesen Alternativen sehr zufrieden, weil ich dachte immer, die sind nur eine mikrokosmische Version der größeren Gesellschaft, weil die es geht um die gleichen Sachen. Es geht um eine Hierarchie von egotistischen Versuchungen. Und in einer Gesellschaft, man sucht ein großes Auto und ein großes Haus zu haben. In der anderen Gesellschaft, man versucht auf viele Protesten zu gehen und das ich weiß nicht, so viele verschiedene Messstaben, aber die waren alle nur so egotistisch eingestellt. So habe ich so betrachtet. Mhm. Und ich wollte zum Essenz kommen von was, ob wir wirklich das Recht haben, anderen zu sagen, ja, das, was du machst, ist falsch und das, was wir machen, ist richtig. Vegetarismus zum Beispiel, war ich war sehr, sehr enthusiastisch über Vegetarismus und Tierrechte und so weiter. Aber nach einiger Zeit habe ich gedacht, ja, wer bin ich dann, jeder zu sagen, was richtig ist und was falsch ist. Kann jeder machen, kann jeder sagen, na, das wegen meiner eigenen Meinung und logisch und so weiter und so fort, aber jeder kann einen Argument finden dafür, für ihren eigenen Lebensstil und so weiter. Und damals habe ich dann gedacht, ja, entweder ist alles nur einfach relativ und dann gibt es keine echten, richtigen Falschhandlungen. Oder es gibt eine Art von absoluten Wahrheiten. Es gibt absoluten Messstaben im Leben, dass man sagen kann, ja, das ist richtig und das ist eigentlich falsch. Aber was sind die überhaupt? Wie sind die? Wie kann man das verstanden? Und obwohl ich ein überzeugter Atheist war, ich habe lange in Weisheiten, die nach Osten geschaut und eine Bekannte hat mir ein Buch über den Sikh-Glauben gegeben oder Sikhs Lebensphilosophie und eigentlich Sikh-Verständnis von Leben ist nicht sehr weit von einer hinduistischen Ansicht. Es gibt Reinkarnation, es gibt Karma, es gibt verschiedene Götter und so weiter. Ich glaube, in dieses Buch war den absoluten Wahrheit als eine unpersönliche Art so absoluten angestellt. Aber zum Glück habe ich, das war eine ganze Schinke, das war ein dickes Buch und ich bin zum letzten Schlussfolgerung gekommen in den letzten paar Kapiteln und dann hat das mir das langweilt und ich habe es nicht mehr gelesen und steht das, habe ich ein Buch von Prabhupada, es war die Schönheit des Selbst bekommen und das habe ich dann gelesen und das hat mir wirklich inspiriert und auch vollkommene Fragen, vollkommene Antworten. Die zwei Bücher haben mir wirklich beeindruckt und obwohl ich dachte damals, ja, das ist ein bisschen simplistisch dargestellt, aber das hat mir wirklich inspiriert und mehr auch, als ich mit mehreren Gottgeweihten gesprochen habe, weil die auch sehr praktische Personen waren und ich dachte, eigentlich, weil ich dieses Buch gelesen habe, ich dachte, eigentlich es macht wirklich nicht so viel aus, welches spirituellen Pfad man abnimmt, aber man muss dann sich zu einem spirituellen Pfad so fokussieren und dann habe ich dann mit verschiedenen Freunden, Bekannten, der so spirituell waren, mit diskutiert und aber die Gottgeweihten, die Krishna Devotees, haben mich immer am meisten beeindruckt, weil die waren auch sehr praktisch und ich war sehr
eine sehr praktische Person. Und dann ich habe ein paar Mal in Soho Street in London vor ein paar Tagen so übernachtet und mit dem Morgenprogramm mitgemacht und so weiter. Und die haben mich gefragt, so, bleibst du dann hier mit uns? Und es war ein bisschen so überwältigend für mich. Und ich habe sogar überlegt darüber, soll ich nicht? Vielleicht ist es ein bisschen ganz bisschen zu schnell für mich. Und dann ist ein alter Freund, australischer Freund, zur London gekommen und hat mir gesagt, ja, ich fahre nächste Woche nach Österreich für einen Skiurlaub. Und mein Bruder hat mir seine ganzen Skisachen hinter sich gelassen. Du kannst es benutzen. Ich habe ein Auto. Und eine Freundin von uns ist eine, wie sagt man, Chalet-Mädchen dort. Okay. Und wir können bei ihr ins Chalet bleiben, ohne zu bezahlen. Die einzige, was wir zahlen muss, ist was zum Essen und unser Ski, wie sagt man, die Ski ausweisen. Skipass. Auf dem, yes, das Skipass. Und ich dachte, das ist Maya. Maya testet mich jetzt. Und aber ich mache mit. Und ich bin nach Österreich gefahren. Und nach ein paar Wochen, vielleicht einem Monat, waren wir dort. Jeden Tag ein bisschen Ski. Aber ich habe schon angefangen zu chanten. Ich habe Berauschung aufgegeben. Und dann ich habe irgendwie dem anderen Ski-Leute, die waren alle dort wegen, die wollen schön aussehen auf der, wie sagt man, auf den Slopes, auf dem Ski-Hügeln. Die wollen schön aussehen, die Kleidung. Die sind in Kneipe jeden Abend. Die sind mit einer anderen Person zu Hause gegangen jeden Abend. Es war so irgendwie oberflächlich. Und es hat mir ein bisschen schockiert, das durch unberauschten Augen zu zeugnen, kann man sagen. Ja, zu betrachten. Zu betrachten, ja. Und dann haben wir zwei Dinge sind passiert. Einmal ist eine große Avalanche, wie sagt man, wo das ganze Schnee und alles Lawine. Auf dem Lawine, vielen Dank, kommt runter und ein paar Leute sind getötet und wow. Ein Teil in dem Dorf war, wie sagt man, überschüttet und es war eine ganze Sache. Und dann, nach ein paar Tagen noch hat es geregnet und kann man nicht mehr Skifahren. So, ich dachte, ja, okay, ich bin in Österreich. Ich fahre runter nach Bayern. Das ist nicht so weit von hier, weil ich wollte immer ein Hare Krishna Bauernhof auschecken. Okay. Und dann bin ich dahin gefahren nach damals Navajana Shinga Kshetra. Also ganz kurz mal, Vata Vatsala. Das war's. Warte mal kurz. Also du bist zu dem Skiurlaub hingefahren und ja. Zuerst war alles sehr oberflächlich und so, die Leute waren sehr materialistisch und dann plötzlich ist die materielle Natur voll zugeschlagen mit Lawine und Regenwetter. Ja. Die schöne Welt ist sozusagen auseinandergebrochen. Alles in Eimer. Ja, das war derselbe Urlaub. Und von dort bist du dann... Ja, und dann bin ich gleich gerade auf der Farm. Ich habe angerufen und Narahari Mataji hat beantwortet und hat mir gesagt, ja, komm mal vorbei. Du kannst so lange, wie du willst, hier bleiben und so weiter. Wow. Nur aufs Telefon, hat mir nie gesehen. Damals war es so. Und dann ich dann hingegangen, bin ein paar Wochen dort und dann mein Freund von, mein australischer Freund ist dahin gekommen auch und gesagt, ja, es wird angefangen zu schneien, schneien und es geht wieder ab dort auf dem Berg
Aber ich habe gesagt, aber ein Gottgeweiht, ich kann nicht mehr erinnern, wem, hat mir gesagt, ja, aber wir haben ein Fest hier in 2 Wochen. Du kannst, jetzt kannst du nicht gehen. Du musst hier bleiben jetzt für den es war kurz bevor Nishinga Chiturasi in 1988. Und die haben gesagt, ja, bleib mal hier. Du kannst es nicht verpassen, weil es kommt Leute von überall in Europa und hunderte von Menschen. Es ist ein unglaubliches Festival und es hört mir besser an als Skiurlaub. Und ich dachte, ich habe meinem Freund gesagt, ja, geh mal wieder zurück, ich bleibe hier einfach. Okay. Und dann bin ich dort geblieben. Und es war eine schwierige Entscheidung für mich, weil ich habe alles noch in England, in London, ja, verlassen. Und du konntest ja auch überhaupt kein Deutsch, ne? Zu der Zeit. Ich sprach kein Wort Deutsch, nein. Und dann, ich, nach dem Festival, ich habe irgendwie, ich dachte, ich gehe wieder nach England zurück, ich hole meine ganzen Sachen, sortiere das alles aus und dann komme auch wieder zurück. Und einer der Geweihten, ich denke, das war einer jugoslawischen Geweihte, der heißt Mridovit. Der war damals da. Der hat mir gesagt, ja, was passiert, wenn die lassen dich nicht wieder in England rein? Und ich habe gesagt, ja, ich habe eine Arbeitserlaubnis, ich habe meine Pass, es gibt keine Chance, dass sie mir nicht wieder reinlassen soll. Und er hat gesagt, ja, aber was wenn? Und ich habe ihm gesagt, dann weiß ich Bescheid, Krishna will, dass ich wieder hierher komme und ihm dienen, hier auf dem Farm. Und ja, genau das ist passiert. Ich bin zum Grenze gekommen. Ich bin über Antwerp in Niederland gefahren, auf dem Fähre. Und als ich an dem Grenze kam, die haben mir angeschaut. Ich sah ein bisschen, du hast mir gesehen, wie ich aussah. Nicht zu extrem, aber ein bisschen so Hippie. Ja. Und die haben mir durch meine Sachen gegangen. Die haben einen Brief gefunden von einem alten Freund von mir, der ein Tierrechtler war. Okay. Und der war im Gefängnis. Der hat so irgendwas gemacht. Und damals der Staat in England hat das als Terrorismus genannt. Und deshalb war einer Freund oder Bekannte von einer Terrorist, und die haben mir gesagt, solche wie du brauchen wir gar nicht hier. Okay. Und die haben mir wieder auf Fähre geschmissen und ich bin wieder nach, ich war total schockiert. Und dann, als ich auf Fähre mit meiner Rucksack auf der Straße, ich habe meine Daumen rausgetan und der erste Auto, der angehalten ist, fährt nach Freyung. Oh, ja, Freyung ist ja ganz, ganz, ganz dicht bei der Simhachalam-Farm. Genau, und dann wusste ich Bescheid, Krishna der hat einen guten Humorsinn. Das war so einfach, ich musste nur lachen, wenn er das gemacht hat, weil ich dachte, der könnte das nicht mehr deutlich für mich machen. Du hast auch Glück, dass der Harry Potter-Film noch nicht gedreht wurde, sonst hätten sie dich wahrscheinlich doch nach England reingelassen, ne? Ja, eigentlich war Frau von dem Mann, der war ein Engländer, sie heißt, wie immer die heißt, der Harry Potter geschrieben hat. So, die haben eigentlich Harry Potter auf mich modelliert. Verstehe. Ich mache eine Witze, es stimmt nicht. Nee, ich habe den Witz verstanden. Ja, aber das, was du sagst, das macht so Sinn, ne? Ein Auto kommt, das erste Auto, was du anhältst, fährt genau nach Freyung. Das ist wie so, wie kann man das vergleichen? Das ist wie 6 Richtige im Lotto, weil ein Auto kann in so viele Richtungen fahren. Ja, das war aus Niederland. Der war auf der Fähre und der ist runtergefahren von der Fähre runter. Und ich war
ich habe mich dort gestanden, einfach zu versuchen, irgendwas in die halben richtigen Richtung nach vielleicht Deutschland oder einfach nach Osten irgendwie und Süden ein bisschen, aber ja, und dann auf Englisch sagt man, wenn man eine kleines Hund versucht zu trainieren, nicht Sachen im Haus zu machen, you rub their nose in something. Mhm. Du musst deine Nase reinrauben. Und ich habe mir daraus gedacht, Krishna hat mir einfach mit der Nase in meinen eigenen mentalen Zustand so reingemacht. So. Es war super. Ich habe dann kein Zweifel mehr gehabt drüber, wo ich sein soll oder was ich machen soll. Ich habe das war für mich eine totale Bestätigung. Also Bhakta Vatsala, wo du das gerade sagst, ich habe auch eine kleine Tramp-Geschichte, die auch fast, nicht ganz so verrückt ist, aber fast. Da war ich auch 17 Jahre alt und ich wollte von Hamburg nach Berlin nach der Schule, meine Mutter wusste es nicht, bin ich schnell zu einem Parkplatz hingegangen, wo man schnell auf die Autobahn konnte. Und ich wollte nach Berlin. Am selben Abend war ein Live-Konzert von der Gauranga Bhajan Band. Oh. Und zwar in Ost-Berlin. Das war das erste Konzert oder die erste Veranstaltung in Ostdeutschland. Und alle waren sehr aufgeregt. Und ich hatte noch zu Hause gelebt und bin noch zur Schule gegangen. Aber ich wollte da irgendwie hin und bin dann zu diesem Parkplatz gefahren. Und es hat geregnet, in Strömen geregnet. Und ich dachte, oh je, ne? Okay, wir probieren es mal. Aber eigentlich muss schnell ein Auto kommen, weil ich habe nur noch 4 Stunden Zeit. Dann fängt dieses Konzert an. Und das erste Auto kam nach einer halben Stunde. Und es standen bereits 8 Leute dort. Und es war so eine Regel, wer zuerst kommt, darf auch zuerst ins Auto einsteigen. Und ich dachte so, okay, wir sind 8 Leute hier. Ein Auto kommt nach einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, dann bin ich in 4 Stunden, steige ich dann ein. Das ganze Konzert ist praktisch gelaufen. Ich habe gedacht, boah, Krishna, irgendwas muss hier passieren. Und es regnet. Und dann habe ich hatte eine Chantkette, eine Japa-Kette bekommen. Ich hatte sie erst ein paar Tage. Und ich dachte, vielleicht wirkt es, wenn man wirklich auf dieser Kette chantet. Und ich habe eine Runde gechantet im Regen und plötzlich kommt ein Reisebus, ein riesengroßer Reisebus, 5 Sterne. Er hält an und ein Busfahrer kommt raus. Hey, was steht ihr hier rum? Kommt alle rein in meinen Bus. Ich fahre nach Berlin. Ich habe eine Leerfahrt. Also Leerfahrt bedeutet, keiner sitzt drin, ne? Und ich konnte hinten sogar eine Nachrast nehmen, noch in dem Reisebus. Und da habe ich auch vielleicht so ein ähnliches Gefühl gehabt wie du, wo man sagt, das kann nur Krishna sein, der hier gerade etwas arrangiert hat. Mhm. Toll. Und wie bist du auf Buchverteilung dann gekommen? Ja, meine ersten Dienste, glaube ich, war Topf putzen und Boden verputzen und alles, die normalen so Tätigkeiten, wenn man erst reinkommt ins Tempel. Und ich war so begeistert, den Morgenprogramms mitzumachen. Und dann nach ein paar Wochen oder ein Monat oder zwei ist Arjuna zurückgekommen aus, glaube ich, der war in Indien. Und er ist gerade mit Jaipataka Swami, den Reiser in Bangladesch gemacht, nach dem Vrindavan Festival. Aha. Also Arjuna, nach dem Maipur Festival. Arjuna, war der da schon Tempelpräsident in Simhachal? Nein, der war Sankirtan Leiter fürs Farm. Okay. Aber es gab nicht wirklich, es gab nur ihm und ab und zu mal ein Bhakta fährt mit, aber
Ja, es war, es gab nicht viel los mit Sankatan auf der Farm damals. So, aber Arjun war noch interessiert, aber der hat schon ein paar Jahre schon gemacht und war fast zu Ende seiner Sankatan-Zeiten. Aber der hat mich schon darüber überzeugt und begeistert und hat mir von seinen Abenteuern erzählt. Und wirklich, der hat mir es ist wie er mir einen schönen Blick gezeigt hat. Das ist, wie es sein könnte. Einfach rumreisen, Bücher verkaufen, abends geht man zum See, schwimmen. Wenn es ein Musikfestival gibt, geht man dahin und macht man ein bisschen Bhajan, verkauft man Bücher, ein bisschen Prasadam-Verteilung. Und es hat so gut geklingt. Ich dachte, ja, das sieht so aus wie eine sehr schöne Hippie-Lebensstil für mich. Und ich bin so ein bisschen Hippie sowieso und das hört sich gut an, ja. Und dann war Arjuna mit seinen Positionen und seinen Ashram irgendwie so Umdanken gemacht hatten, und war nicht sehr stetig auf Verteilung zu gehen. Die haben alle entschieden, dass er nicht ein sehr gutes Beispiel war für einen neuen Brahmachari. So, die haben mir, ich bin mit Arjuna schon gefahren, das hat mir viel Spaß gemacht, weil es sehr, ein bisschen locker und schön und ein bisschen Spaß, aber die haben mir dann mit Chakshu geschickt in Österreich. Und ich weiß, dass ein paar von euch kennen Chakshu, ja. Chakshu schon. Okay. Weil Bhakta Vatsala, du musst ein bisschen manchmal so erklären, es gibt auch hier Zuschauer, die noch keine Ahnung haben. Und deshalb manche. Ich auch. Okay. Also Chakshu war der Buchverteilungsleiter von Österreich. Ja, genau. Und der war einer, der hat sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt, entsprechend die Nummern von Büchern, was er verteilt hat. Der hat viele, viele, viele Bücher verteilt. Und der war eine sehr, sehr strenge Persönlichkeit. Und der war ein bisschen wie ein Überführer. Ich weiß nicht, die verschiedenen, der war so wie ein Armee. Kapitän oder sowas. Also so ein Offizier, ne? Oh, wie ein Offizier und alles war so geordnet. Hm. Für jeden Minute des Tages war irgendwas. Es war ein bisschen Schock für mich, mit Chakshu mitzufahren nach Arjuna, weil Arjuna war ziemlich locker und hat immer Spaß gemacht. Chakshu war eine andere Persönlichkeit, war sehr, sehr ernst. Immer ernsthaft und auch sehr streng, und seine eigenen Meinung war das Gesetz, wirklich mehr oder weniger. Und, und wir haben auch, dann bin ich mit Chakshu gefahren in Österreich. So, wir haben auch zum Beispiel, wir sind auch zu dritt in einem Bus. Wir sind jeden Morgen sind wir einfach ins, ihr kennt alle Österreich, es ist nur Bergen. Und wir sind alle einfach ins Wald gefahren, und wir haben einen Fluss gefunden, der von dem Berg runterkam. Mhm. Und wir sind da runter ins Dunkelheit um 4 Uhr morgens, und einen kleinen Leuter, wie sagt man, einen kleinen so Metallbecher. Ja. Einen kleinen Becher. Wir haben dem eiskalten Wasser. Wow. Das war unglaublich. Aber irgendwie, das hat auch irgendwie Spaß gemacht nach und nach, wenn man sich dran gewohnt. Mhm. Aber ja, damals war ich sehr neu, und Arjuna hat aufgehört, Bücher zu verteilen. So, ich habe ein großes Glück gehabt, mit vielen verschiedenen Gottgeweihten mitzufahren. Mhm. Und dadurch, glaube ich, habe ich auch so viele verschiedene Stile gesehen, wie man erstens Bücher anbietet an die Publikum,
und zweitens, wie man lebt im Auto unterwegs mit ein paar Gottgeweihten. Und ja, und dann habe ich natürlich meinen eigenen Stil zusammengebastelt davon. Ja, ja. An den Stil kann ich mich ja auch noch ein bisschen erinnern. Du warst ja sozusagen dann auch mein Lehrmeister, mein Offizier. Aber es war nicht so streng wie bei Chakshu, das kann ich auf jeden Fall. Hoffentlich war ich nicht so streng, Param Shreya. Nee, das war schon. Ich hab vor ein paar Jahren Leute Bande getroffen, die hat mir wirklich ausgeschimpft, dass ich sehr viel zu hart war mit ihm an bestimmte Sachen. Und vielleicht war ich auch ein bisschen fanatisch damals und vielleicht manchmal. Ich war auch nur, ich weiß nicht, 24, 25. Mhm. Ich meine, wir haben nicht viel Lebenserfahrung gehabt, wirklich. Und wir waren dann mit einer Position, einer Autorität gegeben, der vielleicht ein bisschen, die Schuhe waren vielleicht ein bisschen größer als die Füße. Mhm. Ja, ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, es war ein bisschen mehr, als was ich. Ich hatte nie eine Position der von Autorität gehabt vorher. Und so, ich kann, ja, es hat mir schon ein bisschen Zeit. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, das eine Balance zu finden. Und vielleicht habe ich das nie gefunden, aber ich habe es versucht. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich glaube, wir sind so 1,5 Jahre, glaube ich, zusammen unterwegs gewesen. Und ich habe keine schlechte Erinnerung. Da gibt es nichts. Woran ich mich erinnern kann, wenn du Leute angesprochen hast und die waren interessiert, du warst so jemand, ich will es mal so beschreiben, es gab so zwei Typen von Buchverteilern. Der eine Typ war, so viele Bücher wie möglich verteilen und damit das möglich ist, sich am besten nicht lange verstricken, nicht lange aufhalten mit irgendwelchen Leuten auf der Fußgängerzone oder auf dem Parkplatz. Sobald sie die Bücher haben und eine Spende gegeben haben, sofort zum nächsten. Das war der eine Typ. Und der andere Typ, da, zu denen gehörtest du, die hatten irgendwie so diese Natur, hey, wait a minute, das ist eine interessierte Person, warum bleiben wir nicht miteinander in Kontakt? Und dann hast du manchmal auch die Adresse von diesen Leuten bekommen. Und dann kamst du, abends haben wir uns dann wieder in deinem Fiat Ducato, haben wir uns dann wieder getroffen. Und dann hast du manchmal gesagt, hey, ich habe eine interessante Adresse. Und heute Abend fahren wir dahin, wir sind eingeladen. Und das war immer so 1-2 Mal in der Woche, hattest du immer so einen Zettel mit einer Adresse. Und das war für mich jedenfalls eine riesige Abwechslung, weil es manchmal war es etwas hart, immer auf der Fußgängerzone zu stehen und immer nur diese Bücher. Und man hat einen Blick bekommen, dass die Menschen wirklich auch zu Hause die Bücher dann gelesen haben und interessiert waren. Und ich kann mich an eine Adresse sehr gut erinnern, das war in Görlitz in Ostdeutschland. Da hast du einen bulgarischen Opernsänger, hast du dort kultiviert. Es kommt mir irgendwie ein bisschen vor, aber das klingt familiär, aber ich kann es nicht genau erinnern. Ich kann schon ein paar von den Leuten erinnern, die ich getroffen habe damals. Ich habe einmal Gewichtheber. Aha, ja. Gewichtheber. Der hat dem Schwerklasse von Gewichte, der hat Goldmedaille für Deutschland, für Ostdeutschland, gewonnen in 1972. Okay. Der hat Bilder davon und seine Goldmedaillen dort und alles. Mhm. Und der hat mir eingeladen und der war auch eine sehr, sehr befähigten Künstler. Und der hat sehr schöne Künste gezeichnet mit einem Bleistift.
Und ja, das kann ich mir noch erinnern. Und so viele netten Leute, die Ostdeutsche waren unglaublich im Vergleich mit den Westdeutschen, der typische kein Zeit, kein Vertrauen oder irgendwas. Und die Ostdeutsche waren so, oh ja, komm mal bei mir zu Hause, du kannst ja bei mir übernachten, ja, du kannst mir was von spirituellen Sachen erzählen, das interessiert mich doch. Und es war eine, wow, sind die überhaupt deutsch? Ja, das war damals war Westdeutschland sehr, sehr materialistisch. Das stimmt, ja, ich kann mich erinnern, ja. Die Menschen waren sehr offen, ne, in Ostdeutschland. Das war ja auch Mauer. Die Mauer war gerade runtergerissen und die Leute hatten einfach das Bedürfnis, mehr zu erfahren, als was sie sonst so die Jahre davor in Ostdeutschland nur erfahren konnten. Ja, es hat mir das immer noch, finde ich, ich fühle mich sehr gesegnet, das alles zu beobachten. Erstmals, aber zu beobachten als Gottgeweihter, der mit einer spirituellen Ansicht unterwegs war und einer bestimmten Lebensauffassung. Und man sieht, als wir da dorthin kamen, haben wir gesehen, die Menschen sind viel mehr offen, die haben ein viel mehr entsagtes Leben gehabt, ohne materialistische, well, nicht ohne materialistische, aber viel, viel weniger materialistische Bedingungen und so. Ja, die haben so ein einfaches Leben gelebt. Die haben aufgepasst voneinander, weil es gab einen Feind, der Staat. Und die haben das alles meistens alle bemerkt. Und die sind alle zusammengehalten als kleinen Gruppierungen und Nachbarn haben aufgepasst für Nachbarn und die waren freundlich und die haben Vertrauen, die waren offen. Und dann, als das Vereinigung passiert ist, die sind weniger und weniger so geworden. Und die sind Leuten von Europa und von Westdeutschland sind rübergegangen und haben dem ein bisschen ausgebeutet und ein bisschen diesen Vertrauen und diesen Offenheit einfach ausgenutzt. Stimmt. Und die Menschen sind, die haben das verloren, dann diesen Innocence, wie sagt man? Diese Unschuld und diese Offenheit wird alles einfach sehr, sehr schnell ist es einfach weggefrittiert und dann waren die alle noch mehr sauer, weil die haben so viele Erwartungen auf Westen Lebensstil gehabt. Die wollten das haben, die wollen diese Sachen alles haben. Und plötzlich sind die alle arbeitslos, alle ihre Fabriken sind geschlossen. Mhm. Und dann, es war so sehr, sehr schwierig für denen gewesen sein. Und ich habe viele getroffen, die mir von Selbstmord erzählt hat, von Freunden, der sich umgebracht hat und so weiter. Und es wird wirklich sehr traurig, dass Umwandlung und Umwechslung zu sehen, erster Hand, von ihrer Lebenshaltung und ihrer Öffentlichkeit und diese schönen Sachen, diese schönen Eigenschaften, als wir erst darüber gegangen sind. Mhm. Und dann wird das alles dann wieder durch sehr, sehr materialistische Sachen. So, Bhakta Vatsala, ja. Eine Frage. Wir haben ja auch jeden Morgen aus dem Bhagavatam gemeinsam gelesen. Gibt es für dich so eine Lieblingsgeschichte aus dem Bhagavatam, die dir am meisten gefällt? Lieblingsgeschichte aus dem Bhagavatam. An die du dich öfters erinnerst? Oh, ich weiß, dass ihr vor ein paar Wochen über, wie war er, mit einer Ray sich König der, wie heißt der? Bharata. Bharat Maharaj, ja. Weil ich viele Tiere habe, ich denke oft, ich habe zwei schöne Hunde und zwei schöne Schweine. Okay. Und ich denke manchmal, als ich rede mit meinen Tieren,
vielleicht werde ich ein Hund oder ein Schwein im nächsten Leben. es gibt viele schöne Geschichten in der Bhagavatam. Vielleicht Maharaj Bharat. Es ist eine gute Geschichte. Ich kann mich sogar erinnern. Du kamst eines Morgens. Wir haben dann so einen Spaziergang gemacht im Wald. Wir haben immer im Wald geparkt, dein Fiat Ducato. Und dann haben wir morgens einfach so auf unseren Gebetsketten haben wir dann so im Wald, sind wir da so lang gelaufen. Der eine in die östliche Richtung, der andere in die westliche Richtung. Und dann nach 1-2 Stunden kam man wieder zurück. Und dann hattest du mir einmal erzählt, oh, ich habe ein Reh gesehen. Und das ist nicht gleich weggelaufen. Ich konnte es länger beobachten. Und dann wurde mir so klar, sah so süß aus, wie König Bharata in die Vision fallen konnte. Kann ich mich dran erinnern, ja. Ich kann sogar erinnern, als ich erst eine Reh irgendwie, ich bin auf ein Reh gekommen, der gerade Geburt gegeben hat. Und das ist der kleine, wie, ich weiß nicht, wie man eine Reh. Fohlen, ich glaube ein Fohlen. Aber ein kleiner Fohlen dort, es war immer noch nass und konnte noch nicht stehen. Und das war, und sie hat mir, die Mutter hat mir angeschaut und in meinen Augen angeschaut. Und sie hat gebeten, uns nicht zu stören. Und ich habe einfach langsam zurückgetreten und sie hat mir angeschaut und dann bin ich wieder weggelaufen. Das war eine sehr, sehr intime Begegnung. Ah, okay. Und sehr schön. Wir haben wunderbare, ich meine, jeden Morgen einfach durchs Wald zu laufen und dem Heiligen Namen zuzuhören und mit der schönen Natur rum sich, war eine sehr, sehr wunderbare Erfahrung. Nicht so schön im Winter natürlich, aber sicherlich für die meisten Teile der Jahre. Auf jeden Fall. Sehr schön. Prima, ja. Bhakta Vatsala, wir haben ja auch viele Leute heute hier, die mit dabei sind. Zum Beispiel sehe ich hier der Keshava, der ist gerade nicht im Bild. Ich glaube, den kennst du auch noch, ne? Keshava. Der hat seine Passfoto drauf von ein paar Minuten. Und dann haben wir noch den Varahamurti. Den habe ich gesehen auf einem Foto. Mal gucken, ob ich das noch hier mal kurz einblenden kann. Moment. Ah ja, hier kann man sehen, wie du. Das ist dein Fiat Ducato, oder? Oh! Falschen Bild. Ja, das ist der Fiat Ducato mit Divi Rata und Shrisha. Genau. Den hat doch Luca Bandu später gehabt. Ist es nicht so? War das nicht der? Ja, genau. Aber mit dem bin ich auch gefahren, ja. Und da kann man auch diesen. Da kann man diesen Bucheinbau auch sehen. Ne? Das war sehr professionell. Diese Bücher wurden dort immer reingestapelt. Und über den Büchern, ich weiß nicht, ob ihr meine Pfeiltaste hier sehen könnt, da haben wir drauf geschlafen. Das war einfach ein Holzbrett. Da haben wir dann nochmal so eine Isomatte draufgelegt. Das gibt es auch heute noch. Gibt es noch Buchverteiler von Simhat Shalam. Und ich glaube, in Köln gibt es auch den ein oder anderen Buchverteiler. Und hinten war die Küche. Ja, das war schon sehr abenteuerlich, das stimmt. Gucken, was das war ein Winter. Wir haben alle unsere Winterkleidung gehabt. Das ist wahrscheinlich 1988, als ich erst auf der Farm war. Hier, ne, das meinst du? Ja. Ich habe meine Skihosen und dort habe ich meine ganzen Doti und Kurta und so. Und Harry Potter Brille noch. Im Brahmachari Ashram. Ja. Und hier, ihr hattet ja auch Kühe, ne? Ja, auf der Farm haben wir Kühe. Das ist Arjuna.
der Haupt, wie sagen wir, Bulle. Ja, ja. Und dann hattest du mir noch, ich guck nochmal, du hattest mir noch Fotos geschickt. Moment, mal gucken, ob ich sie finde. Da hattest du mir noch ein paar Fotos geschickt. Aber ich glaube, wir haben hier einen guten Überblick. Ja, prima. Sehr toll, dass du heute bei uns gewesen bist. Das war sehr interessant, mal von den guten alten Zeiten auch mal zu hören. Heute, Bhakta Vatsala, lebst du ja in Australien mit deiner Familie. Du hast inzwischen 3 Söhne. Einer ist, glaube ich, schon 21. Das ist meine Garten. Wow. Und das ist aber ja... Meine Schweine kann man nicht sehen, aber die sind da runter. Manchmal hört die das schon. Jetzt zeig noch mal deinen Garten und sprech dabei, damit wir das im Bild haben. Okay. Ist es, kann man das sehen? Alles? Das ist die Berge, das kann man nicht sehen wegen der Sonne. Das ist mein kleines Hauschen. Ja. Hast du da auch Kängurus? Ja, überall. Okay. Die laufen da so rum wie hier so Katzen wahrscheinlich. Na, ja, mehr wie Rehe. Aber hier haben wir Wombats meistens. Auf unserem Land haben wir viel Wombats. Kennt ihr Wombats? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss das Wombat, wie sagt man auf Deutsch? Weiß nicht, vielleicht hat das einen anderen Namen. Wie sehen die denn aus? Die sehen aus wie eine kleinen braune Wildschwein. Okay. Und die machen, wie sagt man, Löcher unter die Erde und die leben darunter. Ah, Maulwurf. Maulwürfe. Nur die sind groß. Die sind wirklich groß. Die sind wie ein Wildschwein. Ah, okay. Nicht so groß wie ein Wildschwein, aber die sind vielleicht 1 Meter lang. Fast. Und die sind sehr, sehr dick, sehr, sehr stark und die haben sehr strengen, sagen wir mal, Geruch. Die stinken. Und die sind sehr schön und die sind, ich sag mal, nocturnal. Die kommen nur in der Nacht. Abends raus. Hm. In der Nacht kommen die raus. Was haben wir noch? Aber wir haben viel Possums. Ich weiß nicht, ob ihr kennt Possums. Die kriechen rum im Bäume und in unser, wie sagt man, in the roof, wie sagt man, in Dach. In Dach, ja, wir haben ein paar, die leben in unser Dach und wir müssen die irgendwie rauskriegen. Wir müssen Weihnachtslichter da drin machen, dass die nicht schlafen kann abends und dann hauen die ab, hoffentlich. Weil die sind ein bisschen laut manchmal. Die gehen auch raus nachts und kommen wieder rein morgens und schlafen tagsüber. Ein bisschen wie ich, wenn ich in London gelebt habe. Ah, okay. Ja, prima. Also du hast viel mit der Natur zu tun. Das weiß man aus Australien, dass es dort sehr viele Tiere gibt, auch gefährliche Tiere und Insekten und Spinnen, die gefährlich sind. Mhm. Ja, wir haben gefährliche Schlangen auch. Mhm. Gefährliche Sachen im See, im Wasser. Aber Leben ist eine gefährliche Sache, sowieso. Ja. Jeder Schritt. Und wie ist der noch, dieser Paul Hogan? Wer hat den noch gespielt, so mit so einem Messer? Paul Hogan. So Crocodile Dundee. Crocodile Dundee, genau. Der wohnt bei dir um die Ecke, oder? Ja, gerade um die Ecke. Wir haben kein Krokodile hier, Gott sei Dank. Okay. Prima. Bhakta Vatsala, ich bedanke mich ganz herzlich. Hare Krishna, so schön, euch alle zu sehen. Genau. Vielen Dank. Schau gerne mal wieder vorbei. Wir können mal direkt
aus einer Geschichte über das Bhagavata mal vielleicht sprechen. Da können wir uns vielleicht nochmal vorher verabreden. Ja. Würde uns interessieren, ja. deine Verwirklichungen auch, was du da für Verwirklichungen hast über das Bhagavatam. Da wäre ich sehr gespannt, mal drüber zu hören. Ja, ich werde gerne zuhören und mitmachen irgendwann. Prima. Wie spät haben wir dort in Deutschland jetzt? Na, jetzt ist es 9 Uhr. Ja, genau, jetzt ist es 9 Uhr. Ja. Genau. Bei dir ist es, glaube ich, jetzt 5 Uhr nachmittags, ne? Genau. Genau. Man sieht ja schon die Sonne steht bei dir schon etwas tiefer, das sieht schön aus mit dem Baum. Ja, wow. Ja. Ja. Sehr schöne Umgebung, die du hast. Toll. Ja, ich meine, jeden Tag hier, fast jeden Tag, es ist grau und nass und ja, nicht so schön, aber heute irgendwie haben ein bisschen Glück gehabt und wir haben ein schönes Tag. So, ich dachte, ja, ich gehe mal draußen, wo ich ja in der Natur sitzen kann und ein bisschen stolz auf meinen schönen kleinen Ecke sein könnte. Super. Prima. Ich bedanke mich an alle live zugeschalteten Zoomies. Und falls ihr zur YouTube-hörenden Nachwelt gehört, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir werden immer mal wieder spannende Devotees einladen, die über ihr Leben erzählen und über ihre Beziehung zum Srimad Bhagavatam. Und wir können ja einmal zusammen die Mikrofone einmal einschalten und ich werde einmal den Hare Krishna Maha Mantra einmal vorsingen und dann können wir alle zusammen einmal nachsingen. Es ist ein bisschen chaotisch, aber trotzdem sehr transzendental. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, bis bald. Alles Gute. Hare Krishna. Hare Krishna, Bhagavad Gita. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare, Hare.